Willkommen zum 9. Teil meines F1 Challenge Let's Plays. Ich bin heute für euch in Österreich auf dem A1 Ring. Das letzte Rennen in Silverstone war eher schwierig. Wir hatten Regen im Qualifying und auch am Anfang vom Rennen. Und ja, es hat sich eher schwierig gestaltet, aber trotzdem, wir haben eine kurze Zeit geführt. Ja, am Ende halt ein 5. Platz, was auch jetzt nicht so schlecht ist. Das Setup war nicht wirklich ausgereift, aber trotzdem. Ja, zum Rennen hier in Österreich, also wie schon gesagt, ich mag die Strecke, also ist eine sehr interessante. Ja, ich meine, es ist immer so ein Rätsel, wie es wird, also ich hoffe mal, dass es gut läuft. Ich werde alles dafür machen. Ja, mal sehen. Dann mal zur Streckeninfo. Werfen wir vor dem freien Training noch einen kurzen Blick. So viel zu den Fahrern. Der A1-Ring liegt in der Nähe von Knittelfeld am Fuße der Steirischen Berge. Die Strecke besteht aus drei langen Geraden und einer Abfolge aus schnellen und langsamen Kurven. Der in der Nähe des alten Österreich-Rings erbaute A1-Ring ist ein weiteres Musterbeispiel für modernes Streckendesign. Ja, ist auch eine sehr schöne Strecke. Schöne Lage auch. Ja. Okay. Dann mal zum Qualifying. Ist zum Glück trocken. Okay, Sprit runter wie immer. Okay, mal sehen. Also ich werde vermutlich ein ähnliches Setup wie in Silverstone fahren. Und ich habe komische Sounds im Hintergrund. Ist aber nicht wichtig. Okay, Top Speed müssen wir mal gucken. Ja, Gänge. Kürzer auf jeden Fall. Ja. Okay. Also, ja, sollte passen, glaube ich. Also hier müssen wir die Bodenfreiheit. Man könnte hinten ein bisschen weniger gehen, aber die Federrate erhöhen, ein bisschen steifer stellen, weil es gibt viele Höhenunterschiede hier. Okay. Ich glaube, das wäre alles dann mal los. Dieser Sound hört sich fast an, ja, als ob ich einen USB-Stick disconnected habe. Habe ich aber nicht. Ja, dann mal sehen. Top Speed, ja, könnte besser sein, aber überhaupt noch nicht mehr, glaube ich. 92 ist genug. Das passt, das passt. Ups. Die Curbs sind hier auch ein bisschen anspruchsvoll. Ich muss viel mit dem Gas spielen hier in der Kurve. Vor allem also die zwei letzten hier, die zwei Linkskurven sind sehr anspruchsvoll. Dann der Kurs ist, glaube ich, als Ganzer sehr anspruchsvoll, wie man jetzt auch bemerken konnte. Ja, ich glaube, dass etwa eine 1.10 gut sein sollte. Mal sehen, ob ich das überhaupt schaffe. Soweit ich mich erinnern kann, war etwa die Pole 2002 eine hohe Achter, also ja, mal sehen. Ja,
Jack postet die Referenzzeit. Ist auch ein guter Referenzpunkt für uns. Also falls wir den schlagen, ist das immer gut. Ja, eine 1:15. Ja, mal sehen. Ein Eros ist vor uns. Sollte den schon kriegen. Aber das könnte auch ein Problem werden. Ich bin schneller als wir noch. Rosa ist es. Ja, eine 13-9 von mir. Ja, mal sehen. Also das war jetzt nicht wirklich eine langsame Runde von dem Läufer, denke ich mal. Also ja, ich habe jetzt eine halbe Sekunde verloren. Also diese Runde wird dann mal nichts. Ich könnte den Rosa vielleicht ausnutzen für Windschatten. Ich müsste den durchlassen. Ja, aber das wird sehr, sehr langsam. Ja, gut. Ja, Schumacher ist draußen, die Frage ist nur welche. Okay. Okay. Das ist nicht die Art, die ich normal betreibe, aber ich muss den ausnutzen halt. Trotzdem verloren. Ja, Schumacher 12:0, also 2 Sekunden bin ich langsamer. Mal sehen. Schwierig, glaube ich. Ah, 1 Minute. Das war knapp da. Okay. Ja, 3 Zehntel in etwa rausgeholt. Ja. Ah, ja, 3 Zehntel. 7 Zehntel schneller als Villeneuve. Ja, das passt. Dann mal sehen. Sechster. Ja, Sechster. Ja, trotzdem, Barrichello ist 7 Zehntel schneller als ich. Jo, wird schwierig. Michael ist auf Pol. 7 Runden. Okay. Ja. Okay. Also mehr Flüge kann ich fast nicht gehen. Also, ja. Dann mal los. Hallo zusammen. Ja, der obligatorische Gruß. Dann mal sehen. Ein bisschen mit dem Gas gespielt. Okay. Ja. Hab zwei, einen Platz unten gemacht. Ralf ist vorne. Okay, mal sehen. Ja, den krieg ich. Gut, hat mich fast
rausgeschoben, den sollte ich auch kriegen. Häkkinen hat Michael überholt. Und ich habe Michael überholt. Ja. Der macht dem Kultart die Tür zu. Und ich guck mal, ob ich den Häkkinen kriegen kann. Ups. Vermutlich mal nicht. Vermutlich wieder so wie ein Magenkurs. Trotzdem, ups. Ich glaube, dass es hier ein bisschen schwieriger wird, weil es gibt zwei gute Überholmöglichkeiten hier. Und ja, ich habe auch nicht wirklich einen Topspeed-Vorteil. Kultat ist an Schumacher vorbeigegangen. Ich bin 18,5 gefahren. Ich bin 2 Sekunden hinter Häkkinen. 7 Zehntel vor Kultat. Auf den Kurven, also wir haben halt nicht die Downforce, leider. Ah, der Kultart attackiert, und ich verliere auf den Mika schon ein bisschen mehr jetzt. Ich würde etwa sagen eine Sekunde pro Runde. Okay, mal sehen. Fünfter, Barrichello 6. Das ist gut für uns. Villeneuve ist nur 9. jetzt. Ich muss jetzt aufpassen. Das kann ich wirklich was machen. Zum Glück. Also der Häkkinen sollte, falls es so bleibt, glaube ich, die Führung in der Wertung übernehmen. Der Kultart macht da sehr komische Moves. Der will mich durch Verwirrung überholen. Das wird er so leicht nicht schaffen. Also der Michael wird, glaube ich, versuchen, den dritten Platz zu holen, weil mit einem vierten kann er, glaube ich, nicht wirklich zufrieden sein. Vor allem, wenn Mika erster ist. Und der Mika ist schon 5 Sekunden vor mir. Gut. Da bin ich kurz quer gestanden. Ist aber weiter nicht schlimm. Raucht der Kultart? Ja. Ich glaube, der Kultart raucht. Ja, der raucht. Also das wird vermutlich ein Motorschaden für Kultart. Da sollte der Michael ihn, glaube ich, kriegen. Aber wenn jetzt nicht, dann weiß ich nicht wirklich. Ja, er ist durch. Michael ist dann so dritter jetzt. Der Kultart wird es, glaube ich, nicht zum Ende des Rennens schaffen. Ich muss aufpassen, dass mich der Michael nicht kriegt.
Häkchen ist jetzt 7,5 Sekunden vorne. Aber das ist für mich fast irrelevant, also mit dem kann ich ja auch nicht wirklich mich halten, also ja. Ups, was macht er nicht, oder? Also hier weit draußen. Ja, und der Kultar braucht weiter. Ja, Häkkinen mit der schnellsten Runde. Also der Ralf hat den Kultart überholt und ich glaube, dass auch Barrichello es schaffen wird. Ja, er hat es schon geschafft, glaube ich. Ja, ja, hat er. Es ist auch ein bisschen schade, dass wir nicht wirklich attackieren können. Und so, ja, fast ein bisschen unschön den Platz halten müssen, aber ja. Ja, das Rennen in Kanada war sehr schön, also da konnten wir wirklich mithelfen. Michael probiert das Sinnen, aber steckt zurück. Ah, das Rennen in Kanada war bisher vom Speed her gesehen das Beste. Auch Monaco war interessant, aber wir waren da nicht wirklich schnell, also da hatten wir Glück mit dem Wetter, gute Reifenentscheidung. Also der Kultat sollte jetzt, glaube ich, Sechster sein. Ja. Ein Punkt trotz fast Motorschaden ist, glaube ich, gut. Michael versucht innen reinzustecken, aber das lasse ich nicht so leicht zu. Ja, und da sagt unser Spotter auch, dass der Kultart Motorprobleme hat. Ist aber egal. Ja, Kultart ist aus dem Rennen. Ja, Mika hat das Rennen gewonnen, natürlich. Ah. Ja, mal sehen, wer Sechster ist. Das ist, glaube ich, Irvine. Ja, Irvine ist Sechster. Der zweite Punkt für Eddie, glaube ich. Das ist schon sehr. Nee, ist nicht der zweite Punkt da. Gefühlt schon. Okay, ja, Häkkinen führt jetzt. Habe ich auch vorher gesagt. Eddie jetzt mit 6 Punkten. Okay. McLaren baut seine Führung. Jo, McLaren ist jetzt weit voraus. Ferrari ist Zweiter. Dicht dahinter BAR. Ja. 45 Punkte. Passt. Ist sehr schön. Ja, und wir haben immer noch mehr Punkte als die drei hinter uns zusammen. Oder 4, besser gesagt. Jordan hat auch einen Punkt. Jo. Ja, Hockenheim. Ja, sehr interessant, die alte Version, eine Highspeed-Strecke im Vergleich zur ja, jetzigen Version. Ja, also 1 Ring Österreich, eine schöne Strecke, ein solides Auto, ein sehr gutes Resultat, aber ja, wie schon gesagt, also
Wir können da nicht wirklich mithalten, also beim Start können wir immer Plätze gut machen, aber im Rennen dann, also im späteren Verlauf, können wir nichts reißen. Trotzdem, ein zweiter Platz, 6 Punkte sind immer erwünscht. Und ja, Hockenheim wird ja interessant, also ich weiß nicht, also vielleicht können wir da ein bisschen besser mithalten, weil es geht da fast nur um Topspeed, also vielleicht ein bisschen im Motodrom verlieren wir. Ja, und das wäre dann alles für diesen Teil. Wir sehen uns dann für das nächste Video, für den 10. Teil, wieder. Bis bald und tschüssi!